liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, zwei weitere Dinge möchte ich Ihnen noch benennen, die hier für den Kult angeordnet werden. Ich lese also weiter vor. Fertige auch einen Tisch aus Akazienholz an, 2 Ellen lang, also 1 Meter, 1 Elle breit und 1,5 Ellen hoch. Überzieh ihn mit, raten Sie mal, purem Gold. Immer daran denken, weil am Ende wird ein riesen Standbild aus Gold entstehen und einen Stier darstellen. Der große Frevel, der unmittelbar nach dem Bundesschluss im Sinai stattfindet. Wir müssen uns ja auf diesen Teil der Geschichte zubewegen. Und bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Mach ihm ringsherum eine handbreite Einfassung und verfertige um diese Einfassung eine goldene Leiste. Mach ihm 4 Goldringe und befestige die Ringe an den 4 Ecken, die von seinen 4 Füßen gebildet werden. Die Ringe sollen dicht unter der Einfassung die Stangen aufnehmen, mit denen man den Tisch trägt. Also nicht nur die Platte und die Bundeslade, sondern auch diesen Tisch. Dazu mach Schüsseln, Schalen, Kannen und Krüge für die Trankopfer. Aus purem Gold sollst du sie anfertigen. Auf dem Tisch sollst du ständig Schaubrote vor mir auflegen. Unser Künstlerseelsorger des Erzbistums, der Pater Georg Maria Röhrs, der hat in den Stimmen der Zeit, das ist eine kleine Schleichwerbungseinlage, einen Artikel geschrieben über Gold und die große Spannung beschrieben, die in dem christlichen Kult immer wieder zu spüren ist. Auf der einen Seite Gold und damit alles Kostbare, was es gibt, wirklich hineingeben in die in den Kult, und auf der anderen Seite das Wissen darum, dass das alles zur Zeit Jesu, wenn wir heute Eucharistie feiern, einfach eben Becher waren. Ganz einfache Mittel. Und wenn wir heute bei den Exerzitien auf der Straße manchmal von Eucharistie auf der Straße sprechen, so findet das ja in aller Einfachheit statt. Ich habe Ihnen ja solche Geschichten erzählt, wie es ist, wenn man plötzlich auf der Straße von einer Gruppe von Obdachlosen eingeladen wird, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und dann setzt man sich dazu und da gibt's kein Gold und diese ganzen wunderbaren Dinge nicht. Das ist eine Spannung zwischen dem Sakralen und dem Profanen. Das Gold kann dazu führen, dass man sich in die Ästhetik hinein verliebt. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder das Gold zu erden in dem Einfachen, dem Ärmlichen, dem Kleinen, dem Becher, der Kruste Brot, dem Croissant oder was immer einem da gereicht wird, um diese Verbindung zu halten. Auf der anderen Seite gehört es aber dann wiederum dazu, die Verschwendung, die man zum Ausdruck bringt und für das, was man eben liebt und was man ehrt und wofür man sogar bereit ist, ja im Fall der Fälle sein Leben hinzugeben. Ja, wozu ist dieser Tisch da? Der Tisch ist da, um die nicht-tierischen Opfergaben entgegenzunehmen. Das gehört zum Kult dazu, neben den Kannen für das Waschen und die verschiedenen Dinge, die für den Kult notwendig sind, gibt es eben diesen Tisch, damit die Menschen ihre Gaben hinlegen können, die dann vor die Gottheit gebracht werden. Und was dann mit diesen Gaben geschieht, ist die nächste große Frage. Es gibt eine berühmte Geschichte, wie David einmal mit seinen Soldaten, da ist er noch in der Phase des Warlords, da ist er noch nicht König, in den Tempel in Shiloh hineingeht, und weil sie Hunger haben, essen sie dann einfach die Schaubrote, die da liegen, die Gaben. Und Jesus bezieht sich ja irgendwann auf diese Stelle, und um dann die Schaubrote, die dort liegen, wieder ein wenig zu entsakralisieren und zu sagen, wenn Menschen Hunger haben, dann muss man ihm eben dann Brot geben. Und wenn es dann eben dieses Schaubrot ist, da liegt, dann gibt man ihm eben das Schaubrot, statt sie verhungern zu lassen, ist doch klar. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und Hungernde werden gesättigt und wenn es sein muss, auch mit Schaubroten. Es bleibt also eine gewisse Ehrfurcht vor diesen Broten, aber dann isst man sie auch. Und so ist es ja auch bei Erntedank. Die Menschen bringen ihre Brote und dann werden die gesegnet und dann werden sie wieder rausgenommen und dann eben gegessen und die entsprechenden Getränke getrunken. Also,
Schaubrote, Brot, ein Tisch, auf den das gelegt wird, damit das Volk seine Gaben bringen kann, damit diese gesegnet werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.